Hallo zusammen. Zweiter Teil, Outdoor, Portrait, Fotokritik. Es gibt schon den ersten Teil mit ein paar anderen Bildern und hier halt eben nochmal ein paar Bilder. Dankeschön nochmal an alle, die mir was zugeschickt haben. Es waren wirklich sehr, sehr viele Mails. Ich habe jetzt einfach mal ein paar rausgewählt, wo ich das Gefühl habe, die sind vielleicht für möglichst viele Leute interessant. Und sorry an die, die ich halt jetzt nicht besprechen kann. Es geht logischerweise nicht für alle, wenn ich auch irgendwie was Sinnvolles sagen können soll. So, das ist hier ein bisschen die Übersicht. Wir gehen mal ein bisschen durch. Ich fange mal mit dem an, weil es schnell gemacht ist. Und zwar war da die Frage, was mit dem Grashalm ist. Man sieht hier vorne hier so ein bisschen und vor allem da ist ein Grashalm drin einfach. Die Frage war, ob man das irgendwie wegkriegt und ja, eigentlich nicht mehr. Da wirklich drauf achten beim Fotografieren. Das passiert noch relativ schnell, ist mir jetzt Wochenende auch passiert, als ich die Tai Chi Dame, die Anka fotografiert habe, war ich auch ein paar Mal, weil ich im Gras lag, hatte die Grashalme davor und die Bilder habe ich halt nachher gelöscht. Das sieht. Es kann künstlerisch gut aussehen. Meistens, so wie hier, stört es einfach. Das ist schade. Ansonsten eigentlich ein schönes Bild. Wenn, vielleicht noch als kleiner Tipp, das Grashalm wegnehmen und vielleicht hier irgendwie einen Reflektor so ein bisschen außerhalb vom Bild hinpacken. Weil was wir jetzt haben, ist, die Augen sind so ein bisschen dunkel und der Hintergrund ist genauso hell wie vorne. Also, das würde ich vielleicht den Hintergrund ein bisschen versuchen, dunkler zu machen. Ich würde es typischerweise mit dem Blitz machen, zumindest aber mit dem Reflektor ein bisschen aufhellen. Und natürlich kann man sich ein bisschen behelfen, indem man hier hingeht, den Radialfilter nehmen, vielleicht so ein bisschen so. Und dann halt hier ein ganz bisschen dunkler. So. Die Kunst ist halt, das so zu machen, dass, ne, dass es nicht auffällt, das ist irgendwie zu viel. Sondern so ein ganz bisschen, vielleicht hier noch ein bisschen hochgehen, dass es wirklich gar nicht auffällt. So vielleicht. Der Blick ein bisschen mehr gerichtet. Ja. Doch, würde ich sagen, das könnte was. Und jetzt vielleicht noch eine kleine Vignette drauf machen. So. Und schon ist der Blick viel mehr gerichtet, weil jetzt ist das Gesicht das Hellste, was gut ist. Und jetzt kann man, wenn wir schon dabei sind, ganz, ganz kurz hier natürlich hingehen und sagen, okay, warum mache ich nicht die Augen so ein ganz, ganz bisschen heller? Nur so ein bisschen so. Das geht jetzt nicht, weiche Kante, sowas. Also, dass es nicht, die Kunst ist immer, dass es nicht auffällt. Jetzt kann man noch überreden. Da kommt, machen wir es auch noch. Kann man natürlich noch drüber nachdenken, ob man nicht hier vielleicht irgendwie das Sabberproblem noch beseitigt. So. Ich glaube, das ist ein bisschen besser als vorher. Ne? Und eben die Augen könnten noch einen Tick heller sein, wenn ich aber jetzt anfange, den Pinsel noch heller zu machen. Ich mache das mal. Ja, ich müsste ihn ein bisschen sorgfältiger setzen und es fällt halt irgendwann auf. Ja? Was man aber machen kann, ist zwei Pinsel, noch einen. Und jetzt wirklich ganz sauber reingehen hier und nochmal ein bisschen nur so. Das mache ich noch gerne, dass ich zwei Pinsel nehme, weil dann kann ich ein bisschen zielgerichteter arbeiten. So. Aber die Augen, man sieht das. Sorry, man sieht das. Also die muss ich wieder wegnehmen. Ist dann zu viel. Ja. Das ist ein bisschen die Kunst. Das muss man dann vielleicht auch mal liegen lassen und nach 2 Stunden nochmal hinkommen oder jemand anders fragen, sagen, du, fällt dir irgendwas auf? Ohne zu sagen, was ihm oder ihr auffallen soll. Okay, aber sonst, wie gesagt, ein süßes Bild per se. Hältst du dann einfach die Haare und nicht die Augen? Im Zweifelsfall eher die Augen, wenn es nicht geheimnisvoll sein soll, und das soll es hier ja nicht. So, noch ein Autoporträt, auch schnell gemacht. Schöne Frau, definitiv. Das Problem bei ihr ist, sie streckt das Kinn nicht vor. Sie ist so ein bisschen nach hinten gelehnt und sieht dadurch große Augen und nach hinten gelehnt, sieht sehr unsicher aus. Ja, sie guckt ein bisschen ins Nichts rein, was man okay, das ist okay, das kann man machen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie was fokussiert, weil es sieht so ein bisschen so, ich stehe stocksteif da und habe Angst, ich weiß nicht, was er da macht. Das ist die Message, die für mich rüberkommt. Das willst du wahrscheinlich nicht. Also da, das kann man jetzt auch nicht mehr retten. Also ich würde sagen, das ist ein okayes Bild. Einfach nur, weil der Gesichtsausdruck. Wenn sie sich leicht nach vorne geneigt hätte, dann jetzt ganz, ganz bisschen Ansatz Doppelkinn, das wäre weg dann und sie sähe selbstbewusster aus. Und vielleicht ein bisschen den Kopf mehr zur Kamera drehen oder den Blick ein bisschen mehr zur Kamera drehen, aber vielleicht müsste ich sehen. Und auch hier kann man natürlich hingehen und sagen, so ganz bisschen, warum nicht so ein ganz bisschen so, um halt hier noch ein bisschen eine Betonung auf das Gesicht zu machen. Das mache ich noch relativ viel. So, ansonsten prinzipiell ein schönes Bild, wie gesagt, eine sehr schöne Frau, aber Kinn, Position kennen. Ich habe ein Video dazu gemacht, also wenn du meine Posing-Serie anschaust, da ist ein Teil zu Kopf. Und beim Kopf, da hacke ich da, glaube ich, ziemlich drauf rum, zu sagen, bringt das Kind nach vorne. So, spezielles Bild, weil es auch ein bisschen Making-of ist. Man sieht, der Reflektor ist noch drin. Das hier ist die D750, 50 mm 1,4. Das ist Sigma Art, hat er, glaube ich, geschrieben. Und ist bei 1,8. Also man sieht, sehr schön freigestellt per se.
Farben finde ich gut. Farben gefallen mir persönlich sehr, sehr gut. Was jetzt halt stört, ist es schief. Das kann man sagen, das ist künstlerisch, okay. Das ist wieder eine Geschmacksfrage und ist ja offensichtlich auch nicht fertig bearbeitet. So, aber ich glaube, wenn ich das. Ich mache es mal eine Kopie. So, ich mache es mal gerade. Das werde ich sicherlich machen. Und jetzt machen wir uns mal den Spaß und nehmen das halt mal weg da unten. So. Und ja, vielleicht sogar ins quadratische Format. Warum nicht? Wenn ich es jetzt zuschneide, fällt halt noch mehr auf. Das Hellste im Bild ist das Fenster da hinten. Das ist ein bisschen schade. Also, ja, die Farben finde ich total schön. Also ganz, ganz pleasinger, also vom Hautton her und das Grün da hinten mache ich total gerne. Das weiß ich nicht. Da hätte er sich ein bisschen anders positionieren sollen, dass das Weiße da weg ist, bin ich der Meinung. Und wer mein letztes Video gesehen hat, ich sehe hier natürlich jetzt, wenn ich hier reinzoome, ich sehe hier natürlich einzelne Haare, die hier so abstehen. Die hätte ich jetzt vielleicht noch ganz schnell weggemacht, weil das ist schnell gemacht. Und offensichtlich wurde ja sehr aufwendig das Gesicht nachbearbeitet. Auch gut, hat er gut gemacht. Gefällt mir. Ich hätte einfach die Haare noch ein bisschen weggemacht. Aber eben prinzipiell ein sehr schönes Bild. Wenn wir das nochmal daneben packen. Das Schiefe stört schon ein bisschen, oder stört es mich? Also mich stört es ein bisschen. Und immer darauf achten, das Hellste ist das. Und auch hier kann man das ein bisschen reduzieren. Ihr seht, ich mache immer dasselbe. Auch hier so ein ganz bisschen runter. So. Dann hier noch eine Vignette. So vielleicht. Voilà, jetzt gucken wir uns das an, gucken wir uns das an, packen die mal nebeneinander. Aber gut, ich habe es jetzt gemacht. Ich finde es offensichtlich besser, sonst hätte ich es ja nicht so gemacht. Aber eben nochmal, die Farben finde ich klasse. Finde ich wirklich klasse. So, was haben wir noch? Wir bleiben mal bei den Porträts. Nehmen wir mal sie hier. Ein bisschen dasselbe Spiel. Es ist sehr, sehr hell. Und wer mein letztes Video gesehen hat, jetzt vom Wochenende, Geheimnis der Porträts, ich denke natürlich sofort, wo sind die Schatten? Es hat keine Schatten. Außer ein bisschen hier unter ihrem Kinn. Und da will ich keinen Schatten haben, typischerweise. Die Augen sind zu dunkel, der Hintergrund ist viel zu hell, ihr Gesichtsausdruck ist so okayisch. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, klar, das ist so. Auch hier, die Haare sind nicht so richtig am Wehen, was noch gut aussehen kann. So, nehmen wir mal sowas zum Vergleich. Da ist die Karin am Gehen, offensichtlich. Ich meine, das Fuß in der Luft ist offensichtlich am Gehen und da wehen die Haare so ein klein bisschen nach hinten und ist jetzt wirklich ganz Körper. Also ja, ich habe hier die Haare auch nicht weggemacht, würde ich jetzt auch nicht. Das gehört so ein bisschen dazu. Also das würde ich jetzt in dem Fall so lassen und ich finde es jetzt gerade nicht, aber ich habe irgendwo noch ein Bild, wo die Haare mehr wehen. Ja, das kommt dann, wenn sie so in Bewegung ist, natürlich gut. Also eben, da kann man jetzt auch nicht wirklich was retten. Da kann ich natürlich hingehen und auch hier sagen, okay, ich mache hier irgendwie sowas. Wieder so ein bisschen so. Und zusätzlich hier noch irgendwie einen Verlaufsfilter, der aber irgendwie, keine Ahnung, minus 30 haben muss. Also egal, wie ich das jetzt versuche hinzuretten, ich kriege das nicht weg, dass da hinten hell ist. Das ist nicht zwingend schlimm, es darf einen hellen Hintergrund haben, gerade wenn so Sunflare drin ist oder so. Aber in dem Fall ist das Bild einfach insgesamt sehr, sehr hell. Und das stört mich. Also stört mich ein bisschen vor allem hier Verkehrsschilder und so. Also wenigstens, wenn da jetzt irgendwie Blumenwiese wäre, okay. Aber nicht Verkehrsschilder. Dann hier vorne der Verlauf, der ist natürlich jetzt so, das ist auf 2,8, was haben wir hier, 85 mm an der 6D. Deswegen haben wir hier schön den Unschärfeverlauf, das ist völlig okay, das kann man gut machen. Deswegen sehen Wandfotos ja häufig auch gut aus, weil man so diesen Blick lenkt, weil hier ist nichts, wo das Auge hängen bleiben kann, bis ich eigentlich bei ihm im Gesicht bin. Aber es wandert an dem Gesicht sofort vorbei und bleibt am Verkehrsschild hängen. Hat ja einen Grund, warum ein Verkehrsschild rot ist und weiß, weil man das, weil es ein Blickfang ist. So, was haben wir noch? Bleiben wir bei den Porträts, ja? So, das ist auch künstlerisch nachbearbeitet. Mit den Farben gefällt mir auch sehr gut. So ein frischer Sommerlook. Das ist eine Fuji XT1 35 mm. Vielleicht ein bisschen nah gegangen mit dem 35 mm, ganz ehrlich. Ich bin mir sicher, live hat ihr Gesicht leicht andere Proportionen. Habe ich beim letzten Mal schon erwähnt. Achtet da drauf, mit weitwinkligen Sachen nicht zu nahe zu kommen. Ganz ehrlich. Ja, ansonsten, sie guckt so ein bisschen so aus dem Augenwinkel. Ich sehe sehr viel Weiß in den Augen. Das mache ich typischerweise nicht. Da achte ich immer sehr drauf. Hin und wieder kann das aber gut kommen. Und hier kommt das gut. Weil sie so ein bisschen frech, so, ne, so, guckt mich so frech an. Finde ich gut. Mache ich gerne. Also ein super Bild. Gefällt mir sehr. Stört mich hier jetzt auch gar nicht, dass die Haare so ein bisschen vor den Augen hängen. Das ist so natürlicher Summerlook. Also super Bild. Einfach einen Meter nach hinten gehen. Und dann meinetwegen kroppen. Dann wäre ihr Gesicht leicht anders proportioniert.
Das so als Tipp. Aber sonst, wie gesagt, super Sache. Dann bleiben wir bei Portraits. Nehmen wir mal den kleinen Jungen hier. Papas alte Kamera hat er es, glaube ich, genannt. Witziges Bild. Ja. Jetzt hat er die Augen so ein bisschen Schlafzimmer-Look, aber das ist halt häufig so, wenn man lacht. Viele, wenn sie lachen, machen die Augen ein bisschen zu. Das ist häufig noch schwierig hinzukriegen. Manchmal sieht das gut aus, wenn man noch nicht richtig lacht, wenn man gerade anfängt zu lachen. Also da vielleicht Serienbilder machen. Aber ich kenne den Jungen nicht und er sieht vielleicht immer so aus, wenn er lacht. Per se ein süßes Bild, sympathisch, jeder Fotograf muss schmunzeln. Es gibt ganz viele Likes wahrscheinlich von Fotografen. Auch das Bokeh drumherum, was haben wir hier, die 6D mit dem 85mm 1.8. Das Bokeh drumherum ist schön. Hier haben wir zum Beispiel auch Weiß. Vorhin hatte ich ja gesagt, Weiß im Hintergrund stört manchmal, es sei denn, es ist eine Blumenwiese. Und ja, hier der Himmel im Hintergrund, das ist völlig okay, finde ich. Da ist ja jetzt auch nichts an Struktur, kein rotes Verkehrsschild. Mein Auge kann nicht hängen bleiben und deswegen passt das für mich tipptopp. Und also helles, freundliches Bild. Auch hier kann man jetzt überlegen, aber ich glaube, das würde ich nicht machen. Ich würde es so hell lassen. Natürlich kann man überlegen, ob man hier auch so ein bisschen sowas hinmacht, aber ich gucke mal ganz kurz. Ja, vielleicht ein ganz bisschen, nicht zu doll. Ganz bisschen, aber nicht zwingend, nicht zwingend. Ein Punkt ist noch, bin ich ein bisschen unsicher, White Balance. Es ist jetzt sehr grün und es kann sein, dass mein Blick einfach abgelenkt wird, weil es grün ist. Ich glaube, wenn ich hier mal so reinklicke auf sowas wie das hier, ist ein Tick anderer Farbton. Aber ja, minus 4, also ne? Ganzen Tick. Ich glaube, es ist so ein bisschen grünstichig. Vielleicht ein ganz bisschen so, ein bisschen wärmer. Jetzt wird es auffälliger grün, ne? Vielleicht ein bisschen so, aber es wird dann halt korrekter, aber halt auch kühler, was nicht zwingend gut ist. Also so ein Sommerton soll es ja schon auch haben. Vielleicht so, jetzt ich persönlich. Und vielleicht hier nochmal hingehen, Orangetöne, so ein bisschen die Hauttöne, so ein bisschen so vielleicht. Ich glaube, ich werde es so machen. Aus dem Bauch heraus. Aber eben, wenn ich das in 2 Stunden nochmal angucke, würde ich die Regler wieder ein bisschen links und rechts schieben. Das ist jetzt wirklich so ein bisschen Geschmackssache. Selbe Spiel, gelbstichig. Also da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Das Bild ist einfach gelbstichig. Süß. Ich mag es auch gerne, dass hier so ein bisschen die weißen Dinger drin sind von dem Ding. Ist ein bisschen komisch, weil sie pustet in die Richtung und die kommen in die andere Richtung geflogen. Aber okay. Also die wären quasi besser, wenn sie hier wären, wenn sie also wirklich blasen würde. Per se süßes Mädchen oder süße Frau. Sehr sympathisch mit dem Gelben. Aber der Hautton stimmt nicht. Und hier haben wir jetzt, da bräuchte man wirklich eine graue Karte. Ich kann hier mal irgendwie so ein bisschen reinklicken. Das bringt es irgendwie, glaube ich, nicht wirklich. Nee. Was ich stattdessen machen kann, ich kann jetzt von Hand ein bisschen ranspielen und sagen, es ist ein bisschen gelbstichig, also nehme ich ein bisschen gelb raus. Das Problem ist ein bisschen, ich will es nur aus der Haut haben. Eventuell, das können wir mal probieren, würde ich jetzt hingehen und sagen, okay, warum mache ich nicht sowas? Und gehe nur dahin, ich drehe hier Maske um, und gehe nur dahin und sage so ein bisschen gelb raus. Aber nicht zu doll, weil es gibt irgendwann Verschiebungen. So, vielleicht, ja. So richtig, richtig, richtig gefallen tut mir das nicht. Vielleicht Sättigung ein bisschen raus. Ja, auch nicht wirklich, na. Also da müssen wir jetzt mal ein bisschen basteln, um das Gelb ein bisschen zu entschärfen. Aber vielleicht bilde ich mir das auch ein, weil sowas kann häufig passieren, dass das Auge sich täuscht, weil hier so viel Gelb ist und man quasi ein bisschen Gelbstich im Auge kriegt. Aber ich finde, die Haut hat irgendwie keinen so guten Ton. Bokeh sonst ist super. Was haben wir hier? Die 50D mit dem 105mm 2.8. Das ist das Makro, würde ich sagen. 105mm Makro. Das habe ich ja auch. Wieso benutze ich das nicht so viel? Schönes Bokeh. Gefällt mir. Also per se super Stimme und so. Völlig okay. Ich würde ein bisschen mit dem Gelb arbeiten. So. Dann haben wir, dann fangen wir erstmal das hier. Autoporträt, das lebt natürlich davon, dass sie so finster guckt. Warum guckt sie denn so finster? Das ist ein bisschen schade, das ist so ein Männerlook. So ein 3-Tage-bärtiger Mann in der Lederjacke, der darf so gucken als Frau. Ist ihr kalt oder weil sie auch die Hände so oben hat? Das stört mich jetzt wirklich. Also ich finde es kein schönes Bild, einfach wegen dem Gesichtsausdruck. Was gut rüberkommt, ist es windig offensichtlich. Die Haare wehen so ein bisschen rüber, die müssen jetzt auch da bleiben, sonst sehe ich nicht, dass es windet. Auch der helle Himmel, das ist völlig okay, Farben sind völlig okay für mich. Hier hätte ich jetzt wiederum ein bisschen wärmer gemacht, gelb ein bisschen hochgedreht, so. Gefällt mir gleich viel, viel besser. Vielleicht sogar hier mal hingehen und sagen, okay, warum drehen wir nicht das Gelb so ein bisschen hoch? In der Hoffnung, ja, ne? Seht ihr das, wenn ich gleich die Sättigung hochdrehe? Einfach aufpassen, dass die Haut nicht so viel abkriegt. Man kann hier zum Beispiel auch mit dem Pinsel reinmalen. Man kann auch jetzt hingehen und sagen, was ist denn mit dem Blau? Will ich das Blau nicht auch so ein bisschen verstärken noch vielleicht? Ja. Dass wenigstens ein bisschen kräftiger Farben drin sind. Und da kann man sicherlich mitspielen. Vielleicht insgesamt mal den Arm jetzt ein bisschen hoch.
Ich glaube, es wird besser, oder? Wenn ich da ein bisschen hochdrehe. Ja, definitiv. Von Farben gefällt es mir jetzt besser, aber kräftiger, frühlingshaft, das ist gut, das kann man machen. Aber eben der Gesichtsausdruck ist irgendwie schade. Sonst der Rest wäre eigentlich gut. Dann haben wir noch ein Porträt. Haare im Gesicht in Schwarz-Weiß. Ich denke natürlich sofort, wo sind die Schatten? Das ist ein bisschen schade. Weil Zellst ist hier der Himmel, ist ausgefranst, das ist auch okay. Die Haare sind hier ganz bisschen ausgebrannt, ist auch noch okay. Man kann die Haare mal so ins Gesicht, man kann auch ein Auge verdecken. Aber ja, es haut mich jetzt nicht so vom Sockel, oder? Auch ja, das hat er so zugeschnitten, dass es genau da ist. Also das hat er schon richtig gemacht per se, aber es ist irgendwie so. Ja. Es ist ein geheimnisvolles Bild von dem Look, aber es hat keine Schatten. Wenn, dann muss es jetzt auch Schatten haben. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Cindy-Fotos von mir, wo ich das ja auch gemacht habe, so mit Haar vorm Gesicht, aber da ist halt ganz viel Schatten drin. Und deswegen, ich zeige das mal ganz kurz. Ja, hier ist ganz viel Schatten drin. Oder so, halt noch mehr. Viel, viel Dunkelheit drin. Mit dem Problem, dass die Nase das Hellste ist, aber hier können die Augen nicht das Hellste sein, weil hinten die Haare sind ja davor. Also sehr künstlich aus, wenn ich das anders machen würde. Die Nase steht vor, also muss die am hellsten sein. Alles andere sieht dann sehr künstlich aus. Ich hätte das Licht direkt von vorne kommen lassen können, statt von oben. Aber da hätte ich hier unten nicht so viel Schatten und so. Also, da kann man jetzt drüber philosophieren. Aber wichtig ist bei sowas Schatten, damit es geheimnisvoll ist. So, und jetzt noch ganz was anderes. Mann mit seinem Hund und Sonnenuntergang. Dann haben wir hier die 70D mit dem 1835er Kit-Objektiv bei F4 und auf 24 mm, also ein bisschen weitwinklig das Ganze. Grundsätzlich ein schönes Bild. Die Frage ist bei sowas halt immer, da hat er auch nachgefragt, mit der Silhouette, die ist jetzt nicht ganz dunkel. Ich finde es eigentlich gut, ich finde das wichtig und gut, dass da noch ein bisschen Licht drauf ist. Das kann man natürlich noch dunkler machen, aber ich finde es eigentlich gut belichtet. Er hat gefragt, wie kann man das besser machen beim Fotografieren. Aber ich finde das eigentlich, wenn das jetzt nicht stark nachbearbeitet ist, dann finde ich das eigentlich gut per se. Farben kommen sehr schön kräftig rüber, wir haben ein bisschen die Sonnenstrahlen drin. Vielleicht ein Tick mehr Licht sogar noch auf ihn machen. Es ist halt schwierig, weil die Sonne drin ist. Wie viel lasse ich ausbrennen? Hier ist jetzt nur die Sonne ausgebrannt, das ist gut. Ihr seht das auch im Histogramm, also per se ist da gar nichts. Ups. Wobei die Sonne natürlich so ein bisschen muss. Also Lightroom sagt jetzt gar nichts ist ausgebrannt, aber für mich ist da keine Information mehr drin. Also per se ist das gut, das ist immer die Kunst. Gerade bei Canon muss man da ein bisschen aufpassen. Im Zweifelsfall würde ich das wirklich so lassen. Man kann jetzt, wenn ich das nämlich mal heller mache, dann ist er hier ein bisschen heller, das ist gut, aber der Himmel verliert natürlich auch alles. Und das ist schlecht, das will ich in der Regel nicht. Man kann jetzt in der Nachbearbeitung noch ein bisschen mit den Tiefen arbeiten, kann das mal gucken. Da ist schon noch Information da. Das heißt, ich könnte jetzt hier hingehen und sagen, statt mit Tiefenregler nehme ich einen Pinsel, nehme den nur die Tiefen und mal da halt noch ein bisschen Licht rein, wenn ich das möchte. Gerade so hier, dass man mehr so ein bisschen da, wo sowieso was ist. Da so ein bisschen, dass man mehr so das einfach aufpassen. Hier zum Beispiel habe ich jetzt nicht aufgepasst, die Kante sieht man ein bisschen. Muss man sich ein bisschen mehr Mühe geben. Aber ihr seht, was ich meine. Nicht den ganzen Menschen, sondern nur das, was sowieso Licht drauf hat. Dadurch fällt das mehr auf. Und dann stört mich hier natürlich der Baum. Ja, den hätte ich jetzt weggenommen. Ist immer so eine Sache mit Selfies. So, ein bisschen aufgeräumter, glaube ich. Einigermaßen. Hier ist jetzt auch nichts, was keine Ahnung, ob es gerade ist oder nicht, weil da ist ja keine Linie. Das ist völlig okay. Aber per se ein stimmungsvolles Bild, Farben sind schön, Histogramm ist voll ausgefüllt, also gefällt mir eigentlich gut. Da würde ich jetzt auch nicht irgendwie einen HDR-Look drauf machen, was manche machen würden. Nein, bloß nicht. Und ich würde jetzt hier auch nicht noch mit Kontrast arbeiten, glaube ich. Ja, eher nicht, eher nicht, eher nicht. Man kann jetzt überlegen, ob man hier noch ein bisschen mehr Orange haben will, das kann man mit dem Filter machen, Verlaufsfilter drauf machen, den so ein bisschen lichter noch runter, vielleicht so und dann das nicht so doll machen, so und dann so. Und ist jetzt insgesamt zu doll. Bisschen runter, bisschen runter. Und neu im Lightroom 6 kann man ja den Pinsel jetzt nehmen. Und jetzt kann ich hier hingehen und sagen, das will ich da wieder raus haben. Und dann ist es nur auf dem Himmel. Aber ja, muss man hier eigentlich nicht machen. Per se ist es schön. So, und das letzte Bild. Golfspieler. Auch so eine typische Sache, Golfspieler, das macht man irgendwie immer, das probiert man aus. Ultraweitwinkel oder Weitwinkel von tief unten. Er hat gesagt, die Kamera berührt den Boden, also tiefer kann er nicht. Das Problem hier ist, er hat halt durch den Himmel extreme Helligkeit im Himmel gegenüber dem Gesicht. Das Gesicht ist einfach zu dunkel. Wir haben hier auch wenig Informationen drin. Also jetzt, wenn ich hier mal hochziehe, dann ist er ausgebrannt, da ist nichts mehr da oder zu wenig Informationen da. Also hier
Entweder ein HDR machen oder besser Reflektor oder Blitz nehmen, um das Ganze aufzuhellen. Da wäre das schon mal gerichtet. Dann ist das ganze Bild schief. Habe ich das Gefühl, ich denke, das steht ein bisschen schief. Jetzt verliere ich natürlich die Mütze. Und jetzt hätte ich ihn vielleicht auch nicht so positioniert. Jetzt kann man sagen, künstlerisch hier der Bogen, aber der höchste Baum ist irgendwie direkt hinter ihm. Ich glaube, ich hätte ihn ein bisschen gedreht, um das hinzukriegen. Ja. Und dann ist es halt auch irgendwie so ein Klischee, das ist so das. Also wenn ich jetzt mal einen Golfspieler fotografiere, werde ich das wahrscheinlich auch so machen, aber ich werde ihn dann aufhellen und ich werde mehr Landschaft drauf machen. Ein bisschen ähnlich, wie ich das mit der Anker gemacht habe. So ein bisschen, wie ich das hier mit der Anker gemacht habe. Auch da Ultraweitwinkel, auch da bin ich am Boden. Die Hand ist zu groß proportional, das Schwert ist größer, als es in Wirklichkeit ist in die Fahne. Hier passt das und hier habe ich jetzt auch dramatischen Himmel, Landschaft und so weiter. Es ist nicht so übertrieben wie das eben, sondern es drückt Stärke aus, es gibt dem Ganzen Dramatik, ohne dass es jetzt zu klischeehaft ist, kann ich das sagen. Ja, das war's. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ich hoffe, ich habe niemanden auf die Füße getreten. Und Aufruf für das nächste. Und zwar nehmen wir dann, bleiben wir mal bei dem Rhythmus, ne, Mitte des Monats, bis zum 16. Juli, 16.07. Schickt mir doch mal ein Foto Sonnenuntergang mit Blitz oder Reflektor. Ja, also eine Person drauf und mit Blitz oder Reflektor gemacht, Sonnenuntergangsstimmung oder Aufgang, das ist mir egal. Ja, weil es ist irgendwie Sommer, es wird Zeit für mehr Sonnenaufgang- und Untergangsfotos und um Gegenlichtaufnahmen zu haben, braucht man halt irgendwie Blitz dazu. Also Sonnenuntergang oder Aufgang mit Blitz oder Reflektor bis zum 16.07. Ich freue mich auf eure Fotos und bis dahin sage ich mal Tschüss und viel Spaß bei euren Sommerfotos.